So, jetzt ganz leise und... einer weniger. Gut, die feine englische Art war das jetzt nicht. Aber darauf kann ein Goblin wie Styx einfach keine Rücksicht nehmen. In einer Actionschlacht wäre der kleine, aber gemeine Halunke völlig fehl am Platze. Aber wenn es ums Schleichen, Klettern und Stehlen geht, dann ist er genau der Richtige. Weil sich Styx, Master of Shadows, voll darauf konzentriert, funktioniert es um einiges besser als das eher mäßige Rollenspiel of Orcs and Men, in dem Styx zum ersten Mal auftrat. Aber es hat auch seine eigenen Probleme, darunter die Story, die Styx erstes Abenteuer lange vor of Orcs and Men erzählt. The Atrium of Akhenash. Unser Ziel ist die riesige Turmfestung Akhenash, Heimat des Weltenbaums, aus dem die magische Superdroge Goldharz gewonnen wird. Das Herz des Baums will sich Styx unter den Nagel reißen, weil, naja, weil es halt ein mächtiges Artefakt ist und man sich die eben unter den Nagel reißt. Warum genau er das Ding unbedingt haben will, weiß Styx nicht mal selbst so recht. Immer wenn er darüber nachgrübeln will, brummt ihm plötzlich der Schädel. So meucheln wir uns gut die Hälfte des Spiels durch eine Wachgarnison nach der anderen, ohne eine Ahnung zu haben, was unsere Hauptfigur damit eigentlich bezwecken will. Und wenn dann endlich mal eine tiefere Erklärung kommt, wird die Story eher konfus als spannend. Zu allem Überfluss wird sie dann auch noch zu beträchtlichen Teilen über diese extrem lahmen Bildchen erzählt. Schade eigentlich, denn einen Goblin-Attentäter wie Styx spielen wir ja nicht alle Tage. Aber eine interessante Persönlichkeit blitzt bei ihm nur an wenigen Stellen auf. Sein Sprecher leistet immerhin ordentliche Arbeit, allerdings nur auf Englisch. Nur die Untertitel dürfen wir auf Deutsch stellen. It goes back a long way. Ein klassischer Fantasy-Held hat's ja eher leicht. Der kann sich einfach durch die Feinde durchprügeln. Aber als Goblin halten wir uns lieber in den Schatten, kundschaften die feindlichen Patrouillen aus und schleichen uns an ihnen vorbei. Dabei müssen wir nicht nur auf Lichtquellen wie Fackeln achten, sondern auch auf Ungeziefer wie diese blinden Käfer, die von zu lauten Geräuschen angelockt werden. Wenn wir die Wachen systematisch per Dolchstoß ausschalten wollen, kommt's vor allem aufs Timing an. Ein schneller Stich lässt das Opfer noch schreien und lockt nahe Wachen an. Leise Messerarbeit braucht dafür mehr Zeit. Von nicht tödlicher Gewalt hält unser mörderischer Grünling übrigens wenig. Wenn wir einen Feind unschädlich machen, dann auf die nachhaltige Art. Und die Kerle gehen mit uns auch nicht viel zimperlicher um. Mit einem einzelnen Soldaten werden wir vielleicht noch fertig, aber gegen eine ganze Truppe oder auch nur einen einzigen Elite-Ritter sehen wir keine Sonne. Aber für echte Meisterschleicher ist es natürlich Ehrensache, sich sowieso nicht erwischen zu lassen. Und das wird belohnt. Wer eine Mission abschließt, ohne gesehen zu werden oder sogar ohne einen einzigen Feind zu erdolchen, sackt am Ende zusätzliche Fähigkeitspunkte ein. Die Punkte stecken wir in unsere Goblin-Trickkiste. Vor allem in unsere Klonfähigkeit. Zwar kostet uns der eklige Geselle Goldharz-Energie, dafür macht er sich aber mehr als bezahlt. Wir dürfen ihn nämlich frei steuern und schicken ihn hier zum Beispiel als Ableckungsmanöver vor, lassen ihn wie eine Rauchbombe explodieren und schlüpfen dann durchs Tor, während die Wachen sich noch die Augen reiben. Eine offene Welt bietet Styx übrigens nicht. Wir arbeiten uns strikt von einem Missionsabschnitt zum nächsten. Dafür gibt es fast immer mehrere Lösungswege. Zum Beispiel, wenn wir durch dieses Tor gelangen wollen. Wir könnten die Wachen erledigen und den Öffnungsschalter betätigen, genauso gut können wir aber eine kleine Klettertour einlegen und das Tor einfach umgehen. Nur an der Wachen-KI hapert's dann doch. Wir sind immer wieder überrascht, was uns die Kerle alles durchgehen lassen. In diesem Raum warten zum Beispiel gleich mehrere Soldaten auf uns, aber keiner von ihnen horcht auch nur auf, wenn plötzlich die Tür aufgeht und wir hineinspazieren. Zum Glück seltener, aber doch vorhanden sind dann solche Totalaussetzer. Diese Wachen haben absolut keine Chance, uns je zu entdecken, weil sie nie im Leben auf die Idee kommen, dass wir uns die ganze Zeit am gleichen Ort verstecken. Damit aber kein falscher Eindruck entsteht, selbst mit solchen KI-Problemen wird Styx keinesfalls zum Spaziergang. Die Wachen sind oft klug, an Schlüsselstellen postiert und haben schon früh Elite-Krieger wie diese Ritter in ihren Reihen, die wir mit unserem Dolch nicht mal per Überraschungsangriff ankratzen können. Wie so oft im Spiel ist da halt kreative Problemlösung gefragt.
wenn wir hoch über der imposanten Festung umherpirschen und die Wege der Wachen auskundschaften, um unsere eigene Route durch die mehrstöckigen Level zu planen, dann kann Styx richtig beeindruckend sein. Aus der Nähe betrachtet zeigt die Technik dann aber ihre Schwächen. Die Texturen kommen teils arg verwaschen daher und die Animationen lassen besonders im Gespräch zu wünschen übrig. Auch die Abwechslung stößt freilich an ihre Grenzen, wenn wir die ganze Zeit in der gleichen Festung unterwegs sind. So verbringen wir die 4. von 8 Missionen damit, in dieses Gefängnis einzusteigen und dann die 5. damit, aus genau dem gleichen Kerker wieder auszubrechen. Immerhin stimmt dabei aber durchweg die finstere, bedrückende Knastatmosphäre. Styx, Master of Shadows, kann mit seiner Story nicht so recht fesseln und wir stolpern immer mal wieder über die nicht allzu helle KI. Im Kern ist es aber trotzdem ein solides Schleichspiel, mit cleveren Levels, die einigen Raum für einfallsreiche Pläne lassen. Und wenn die aufgehen, wenn unsere heimtückischen Tricks wie geschmiert laufen und wir ans Ziel kommen, ohne ein einziges Mal entdeckt zu werden, dann ist das, trotz der Schwächen, eine diebische Freude.